Ich möchte gerne nochmal mit einem Zitat aus Ihrer Rede vorher anknüpfen. Und zwar haben Sie gesagt, dass Kritik Geduld für gute Lösungen erfordert. Jetzt ist es ja so, dass die Wähler der CDU tendenziell eher älter sind. Also 41,5% sind, glaube ich, 60 und älter. Und es liegt vielleicht mit auch daran, dass ja vor allem in den letzten Jahren so ein bisschen der Aufschrei der Jugend nach schnellen politischen Entscheidungen, besonders zum Beispiel in der Klimakrise, immer lauter geworden ist. Wieso können Entscheidungen jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise, die natürlich sehr akut ist, aber halt nicht unbedingt vorhersehbar war, so schnell getroffen werden und dann aber trotzdem helfen und Entscheidungen, die die Klimapolitik betreffen, nicht so schnell? Ja, weil das unterschiedliche Dinge sind. Bei den Entscheidungen in der Corona-Pandemie ging es darum, zu verhindern, dass das Virus sich noch schneller und stärker verbreitet und ging darum, dafür zu sorgen, dass die notwendige medizinische Ausstattung, Schutzmasken, Kleidung, aber dann auch die notwendigen Behandlungsbetten, auch Beatmigkeit, Intensivstationen vorhanden waren. Das kann man relativ schnell schaffen. Den Klimawandel zu bekämpfen, erfordert Entscheidungen, die wir gar nicht allein treffen können. Wir können unseren Teil machen, aber wir können natürlich auch nicht beschließen, im Bundestag, der CO2-Ausstoß wird jetzt um so viel reduziert. Wir können gucken, dass weniger Autos gekauft werden, dass weniger gefahren wird mit hohem Verbrauch. Wir können sonst gucken, dass der Energieverbrauch wird, dass die Energieerzeugung anders wird. Aber es sind immer ganz unterschiedliche Gesichtspunkte, die da spielen. Politik ist auch das Bohren dicker Bretter mit dünnen Bohren und daran muss man arbeiten. Deswegen ist es auch gut, wenn jetzt die jungen Menschen sich stärker engagieren, mehr Druck machen, Friday for Future und so. Das hilft auch der Politik, die notwendigen Entscheidungen, die immer umstritten sind. So ist die Politik ein schwieriger Prozess und da brauchen sie auch den notwendigen Druck, um die Entscheidungen zustande zu bringen. Dann müssen wir es nicht nur in Deutschland machen, sondern wir müssen dafür eintreten, dass es anderswo auf der Welt auch stattfindet. Und deswegen kann man die beiden Dinge nicht miteinander vergleichen. Aber die jungen Leute können sich engagieren, das bewirkt auch was. Es geht nicht immer so schnell, wie junge Leute wollen. Und im Übrigen, wenn die jungen Leute sich stärker engagieren, wird auch der Anteil Jüngerer auch im Parlament und an den Entscheidungen größer. Also die Jungen müssen schon auch sich selber an der Nase fassen und sich engagieren. Gut, da stelle ich mir dann jetzt nur noch die Frage, also ich meine, dass der Klimawandel ein Problem ist, das weiß man ja jetzt nicht erst seit Fridays for Future, sondern das wusste man ja auch in den 80ern schon. Wieso braucht es unbedingt diesen Aufschrei der Jugend? Also wieso werden da in der Politik auch nicht ohne, dass junge Menschen sagen, hey, es geht um unsere Zukunft, wieso werden nicht trotzdem Entscheidungen getroffen? Weil es ist ja auch schon vieles getan worden, auch zu Zeiten, wo viele, die jetzt bei Friday for Future protestieren, noch gar nicht gelebt haben. Aber die Ansprüche von uns Menschen, mehr zu reisen, mehr Auto zu fahren, mehr zu verbrauchen, und zwar nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern in der ganzen Welt, nehmen so zu, dass alles, was wir bisher gemacht haben, nicht annähernd ausreicht, um den Anstieg der CO2-Emissionen genügend zu bremsen und vor allen Dingen um den Anstieg des Klimas zu wachsen. Und darüber hinaus ist ja nicht nur der Klimawandel ein Problem, sondern der Verlust an Artenvielfalt mindestens genauso. Oder wenn Sie zum Beispiel mal schauen, wie wir Landschaft verbrauchen, schauen Sie mal an, wie auch in unseren Gegenden hier in der Oberrheinebene, in den Seitentälern, durch neue Betriebe, durch neue Wohngebiete, durch immer schönere Bauen, immer größere, immer mehr Landschaft verbraucht wird, dann müssen wir sagen, das eigentliche Problem sind wir Menschen mit unseren Ansprüchen. Und die Jungen wollen auch teilhaben an diesem Leben. Das kritisiere ich nicht, aber deswegen ist Politik so kompliziert und deswegen müssen sich Junge engagieren.